zum nächsten Bravo. Der, der jetzt kommt, der fasst seine Karriere immer wie folgt zusammen. Der sagt, früher haben die Leute gesagt, das ist doch der aus dem Fernsehen. Als nächstes haben sie gesagt, ach, das ist doch der Cem aus Türkisch für Anfänger. Und als nächstes haben sie gesagt, das ist dieser Elias Dingsda-Bumster. Aber inzwischen kennen alle seinen Namen. Fuck you Goethe kommt raus. Fuck you Goethe 2, Gott sei Dank, demnächst. Und ich glaube, man kann sagen, Deutschland wartet drauf. Elias Mbarek ist bei uns. Danke. Zeit, ne? Ja, es geht jetzt los. Also kann man sagen. Ein Film drehen ist eins, aber dann dafür Werbung machen. Das stimmt. Also wir sind jetzt bald auf Kinotour. Also nächste Woche ist Kinostart, vor allen Dingen am Donnerstag. Wir haben jetzt verschiedene Premieren in Österreich, in der Schweiz, in München, Berlin und dann sind wir überall in ganz Deutschland unterwegs und stellen den Film vor. Und da wartet ja auch schon eine ganze Generation von Jugendlichen, von Frauen allen Alters eigentlich. Du erreichst ja zwischen 12 und 99, glaube ich, alle. Wie geht so eine Kinopremiere vor sich? Also ihr besucht da 16 Städte, glaube ich. Wie muss man sich das vorstellen? Die drängeln da natürlich schon. Da fallen ja auch welche in Ohnmacht. Nee, das ist einmal passiert. Gott sei Dank. Hast du es mitgekriegt? Ja, ja. Das war aber ganz schlimm eigentlich. Also, ich hoffe, das passiert nicht nochmal, weil das ist ja auch nicht schön, wenn man da ist und dann fallen die Leute da um. Mhm. Ja, aber man fühlt, weil man eben... Deswegen kommt man ja eigentlich nicht. Nee, und es ist auch nicht, man empfindet es dann in dem Moment wahrscheinlich auch gar nicht so als Kompliment, nee, oder, sondern man will unangenehm. Eigentlich. Mhm. Ja, aber es gibt auch, finde ich, auch keinen Grund dazu. Aber im Prinzip macht man halt einfach sehr viele Fotos vor allen Dingen. Also früher hat man geknutscht, heute macht man Selfies, ne? Oder? Findest du nicht? Ja, also sehr viele Selfies. Aber man kann dir wirklich, also dich trifft keine Schuld, dass du da Öl ins Feuer gießt oder so und die Frauen verrückt machst. Ab und zu stellst du mal auf deinen Social-Media-Accounts dich mit nacktem Oberkörper und Angeboten, wie ihr dürft in meinem Zelt schlafen und so ins Netz. Da kommt natürlich relativ viel Response, oder? Also, Ja. Nee, ganz ehrlich, nackter Oberkörper dreimal am Tag und dann Aber das mache ich auch nur in den guten Phasen. Ja. Also immer dann, wenn ich gerade Sport gemacht habe für den Film. Ja. Das muss ich ausnutzen. So im Heimjahr sieht es wieder ganz anders aus, dann geht es wieder nicht. Ist es so? Ja. Aber du hast dich absolut hochtrainiert, kann man sagen. Wirklich, das Maximum wurde rausgeholt, oder? Ja, wieder ein bisschen Gas gegeben. Ja, klar. Aber das, das erwarten auch, das wird jetzt die nächsten 40 Jahre so bleiben. Das erwarten die Zuschauer letztendlich. Ja, schlimm. Man wird dann halt einfach nur noch darauf reduziert irgendwann. Aber eben, wie du schon sagtest, also ich habe es mir selber eingebrockt. Wie viel harte Arbeit steckt dahinter, wenn du dich wirklich so in die Form bringst, die du jetzt hast? Und wer genau wissen will, wie das aussieht, der muss sich auf dem Facebook-Account von Elias jetzt ein bisschen tummeln. Was musst du machen? Ach, man muss eigentlich gar nicht so viel machen. Man muss nur auf sehr viel verzichten. Darum geht's eigentlich. Also der Sport an sich, ich mache dann halt immer ein bisschen Sport oder mehr Sport als sonst, aber man muss halt eine Diät machen. Und die ist das ist doch eine Katastrophe. Ja, also, man will schlimm. Doch auch als Mann keine Diät machen. Kein Fleischsalat mehr, keine Orangina. Das ist ja, nein, wirklich, ja genau. Aber stattdessen 50 Gramm Haferflocken, habe ich gehört. Ja. Also das heißt, also das Sexieste, was man sich bei dir vorstellen kann, ist, dass du morgens in deine Küche schleichst und dir 50 Gramm Haferflocken abwiegst. Ja, tatsächlich. Es ist echt total unsexy. Deswegen dürfen wir doch gar nicht weiter darüber sprechen. Weil das ist, komm, ganz, wir machen das unsexy am Anfang. Das ist egal, aber das sieht immer so aus. Ja, klar, natürlich. Ich bin so geboren, ich muss gar nichts machen. Augen auf bei der Beruf. Ja, klar. Ja, total. Steuerberater müssen das nicht. Aber ja, naja, immer mehr. Auch die Steuerberater stehen inzwischen im Fokus. Was erwartet uns bei Fuck you Goethe 2? Worauf können wir uns freuen? Also alle, die den ersten Teil kennen, die wissen ja im Grunde, was da so passiert. Und genauso geht es weiter. Also es sind dieselben Figuren. Alle, die im ersten Teil dabei waren, plus ein paar neue, sehr interessante Figuren. Und ist derselbe Wortwitz, es ist genauso bunt, schnell, bisschen Action geladen als der erste Teil. Mhm. Oder sehr viel Action geladener, aber genauso witzig. Hast du ihn schon oft gesehen, den Film? Ich habe ihn erst einmal gesehen. Echt? Jetzt letzten Sonntag zum ersten Mal. Und das ist wie so ein ICE da. Also das ist krass. Mhm. Ich saß danach selber total geflasht. Ich muss ihn noch mal gucken. Ja, klar. Also da wird sich die ein oder andere Gelegenheit sich ja noch mal ergeben. Ihr habt in Thailand gedreht. Ja. Und also auch wirklich, es sieht nicht nur aus wie Thailand, sondern es war auch Thailand. Ja. Ist doch unfassbar kompliziert, so weit weg so einen Film zu produzieren. Ja, aber hättest du auch eigentlich im Bavaria Filmstudios drehen können. Ja, eben, oder? So eine Palme ins Bild und dann so eine Fotowand. Wie muss man sich das vorstellen? Also habt ihr da so eine ganze Insel belegt? Oder? Ja, also es war sehr auffällig tatsächlich. Wir hatten teilweise, wir haben unter Wasser gedreht, auf Flugzeugen, in der Luft, unter Wasser, egal wo.
Ich weiß nicht, wir hatten einmal eine Szene, da haben wir in so einer Bucht gedreht, in der auch The Beach gedreht wurde mit Leonardo DiCaprio. Mhm, und dann waren wir da mit drei riesen Schiffen, einfach ein so Boot, wo die ganzen Kameras drauf und das Equipment und dann noch Beiboote und ich glaube gefühlt 5000 Menschen an diesem Set. Und wir wollten gerade eine Szene drehen, auf der wir Schauspieler auf so einem kleinen Holzboot saßen. Also das war die, wir waren der Mittelpunkt der Szene. Auf einmal schipperte so ein französisches Segelboot durchs Bild mit so einem Skipper drauf, so zwei Typen, eher so ganz sexy mit so einer weißen Short, oben ohne Haare hinten. Und der schipperte, während wir drehten, durchs Bild. Und er so, no, 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 cut, cut, go, go, leave, leave. Das war so ein Franzose, lehnte sich nur zurück, man so, is it your sea or what? Is it your sea? Is it your water? Schipperte er durchs Bild. Schon gedauert, bis er weg war. Und es war alles so, hey, hau ab, geh, fahr. Nee, er hatte keinen Bock. So. Er wollte einfach, das war witzig. Und was ja auch passieren kann, wenn man in Asien zugange ist und dann auch noch mit den ganzen anderen Gewürzen und alles ist fremd, ja, dass es einem dann mal die Sicherung durchhaut, sozusagen. Ja. Der flotte Otto hat euch ereilt, um es mal... alles so. Ja. Also ich nicht, ich musste tatsächlich nur Nein, du doch speiben. Nicht. Speiben. Ach, du musst nur speiben. Ja. Genau, aber alle, aber alle anderen hatten, also viele, es war so ein Misch, ja, so Magen-Darm, manche Magen, manche nur Darm. Wo hast du denn das her? Das hat meine Oma immer gesagt. Ach Gott, ich habe eine flotte Otto. Du hast eine flotte Otto. Flotte Otto. Ja, auf jeden Fall hat es alle erwischt. Tatsächlich ging so ein Virus rum. Ich war der 13. im Team, der den es umgemäht hat. Das passt doch zu ihm. Habe ich in der Zeitung gelesen. Er hätte, weißt du? Stand doch drin, Elias hatte noch nie was Festes. Ja, auf jeden Fall ging das halt rum, ja. Und ihr habt euch, ich habe gehört, ihr wart auch im Rotlicht irgendwie unterwegs und da gab's die ein oder andere knappe Situation. Ja, wir haben da tatsächlich da in Bangkok, wer schon mal in Bangkok war, der war sicher ja auch in dem einen oder anderen Puff. Und, ja, klar. Und, ja, wir haben da auf jeden Fall auf so einer ganz bekannten Rotlichtmeile gedreht. Und da war dann halt wirklich, da haben wir auch in so einer, ich glaube, das war auch ein Puff eigentlich, aber ich weiß es nicht genau, was es eigentlich wirklich war. Ja. Und auf jeden Fall waren da auch... Ich glaube, es war eigentlich, das merkt man. Vielleicht war es eine Gobo-Bar oder so. Ja, aber es ist ja oft so, dass man da... So. Ich weiß es nicht. Da gerät man ja immer hinein. Es ist alles ein Riesenmissverständnis. Ja, ja, ja. Ey, wirklich, meine Freunde wollten dahin. Ist klar. Ja. Es ist, Schatz, es ist anders als du Ich dachte, denkst. Das ist eine Bar. Auf jeden Fall waren wir da drin und dann mussten wir uns da irgendwann beeilen. Wir haben zuerst vor der Bar gedreht oder vor dem Puff. Und dann kam da irgendwann die Mafia und meinte dann so, jetzt, glaube ich, es war die Polizei dort, die Sittenpolizei. Die ja, meinte ja, auf jeden Fall, ihr dreht das jetzt ganz schnell und dann haut ihr ab. Haut der ab hier, so. Ja, ja, okay, da kann Weil die macht das Geschäft kaputt. Ja, ja. Und da haben sie wahrscheinlich nicht Unrecht. Nee, aber es kam auch irgendwie, das war den Besoffenen da eh egal. Was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht ganz gut war, weil ich denke, wenn du jetzt irgendwo drehst, stehen natürlich wahrscheinlich jeden Tag hunderte von Schaulustigen neben dem Set und gucken zu. Das ist natürlich in Thailand nicht der Fall gewesen. Ja, aber in Deutschland, wir haben den Film tatsächlich in Deutschland anders genannt. Der hat den Arbeitstitel Offschool. Mhm. Und auf allen, immer wenn wir wo ankamen, dann hieß es, wir drehen da Offschool. Und das hat dann keinen interessiert, weil keiner wusste, dass wir das sind. So, das war ganz witzig. Okay, ganz gut. Ja, es ist ganz schlecht, wenn man so einen Wohnwagen hat, wo man den ganzen Tag über verbringt, wenn man nicht dreht und da steht Elias Mbarek. Ja, bei mir Tür. Stand Helmut Kohl. Ja. Am Trailer. Ich hatte da. Das ist mir auch nicht witzig, was du das sagst. Nehmen Sie sofort zurück. Aber sofort. Ranitzky würde übrigens fragen, das verstehe ich nicht. Dieser Film heißt Fuck You Goethe. Jetzt schon der zweite Teil. Ich frage mich, wenn das so weitergeht. Gleich kommt noch auf dem Kinoplakat, steht groß drauf, Piss auf Schiller. Wer will das haben? Niemand. Wie hat sich dein Leben verändert in den letzten 5 Jahren? Mehr Spaß? Kommt drauf an. Also manches macht mehr Spaß, manches nicht so. Ich habe heute im Flugzeug drüber nachgedacht und dachte so irgendwie in letzter Zeit, man fliegt auf einmal so viel und man stellt auf einmal fest, wie kalt es immer in diesen Flugzeugen ist. Mhm. Es ist echt einer der Nachteile des Berufes. Sexy Slipper ohne Socken trägt. Ja, tatsächlich heute. Man kommt fast immer erkältet aus dem Flugzeug raus. Das ist einer der Nachteile des Jobs. Ja, das stimmt. Und hast du Flugangst? Nee. Gott sei Dank, ich schlafe immer im Flugzeug. Ja. Ja. Hast du deine Gewohnheiten verändert? Also bist du ganz der gleiche geblieben? Ich bin eigentlich schon derselbe geblieben. Es ist manchmal nur so, dass man irgendwie versucht, schneller von A nach B zu kommen, weil man manchmal einfach echt irgendwie erschlagen ist von diesen Leuten, die halt immer diese Fotos machen wollen, egal wo man hinkommt. Das ist, glaube ich, wirklich die größte Geißel der Prominenz inzwischen, Selfie machen. Ja. Hast du dir schon irgendwas
überlegt, was du machst, wenn du dann genervt bist? Wie gehst du vor? Weil man will ja auch niemanden enttäuschen. Es ist immer tagesformabhängig. Ich versuche eigentlich, die Strategie ist eigentlich immer mitzumachen. Aber manchmal geht's halt auch nicht. Oder man ist irgendwie, man hat gerade irgendwie ein schlechtes Telefonat gehabt oder ist irgendwie, hat wenig geschlafen oder so. Mhm. Manchmal möchte man auch gar nicht fotografiert werden. Mhm. So. Ja, da kann ich, ist manchmal auch sehr unangenehm. Geht besser mit der Zeichnung, oder? Das ist sehr schön. Ja. Ja, lass mal gucken. Gehen wir weiter. Aber mir schreibt man Y, aber sehr schön. Darf ich es behalten? Ja, das ist für dich. Vielen Dank. Wow. Bisschen blass jetzt, ne? Schön. Vielen Dank. Toll. Achso, danke. Hans. Und zu erklären. Nein, aber es ist prinzipiell überwiegen natürlich die Vorteile. Also es macht ja auch Spaß. Also es ist auch total schön. Manchmal sind es auch sehr schöne Begegnungen. Es ist nur krass. Also bei mir ist es irgendwie komisch. Ich werde immer erkannt in letzter Zeit. Also du hast aber auch ein Gesicht, dass man irgendwie. Es gibt, glaube ich, Prominente. Da hast du das Gefühl, die können sich auch mal verstecken. Ja. Ich habe mal mich mit Kai Pflaume unterhalten zum Beispiel. Der hat gesagt, ich kann über den Marienplatz gehen und alle erkennen mich und ich kann auch über den Marienplatz gehen und keiner erkennt mich irgendwie. Aber ich glaube, manchen gelingt es dann irgendwie doch irgendwie nicht so richtig. Ja. Was machst du, wenn du unerkannt bleiben willst? Also, wie ziehst du dich zurück? Zu Hause bleiben? Ich bleibe sehr ungern zu Hause. Nee, ich meide einfach dann Plätze. Also dann Fußballstadien. Fußballstadien, Schulplätze, Freibäder und so. H&M am Nachmittag. Ja, zum Beispiel. Genau. Das Witzige ist tatsächlich, ich habe vor kurzem so eine Studie über mich gelesen. Ich bin tatsächlich so ab 30, das ist radikal ab bei mir. Und dann kennt man mich auch nicht mehr. Also wirklich, so ab 35 geht es so los, eigentlich aber so weit, Alter. Ist doch noch ganz okay. Also ja, noch geht es. Aber irgendwann ist man dann doppelt so alt wie die eigene Zielgruppe. Dann wird es schwierig. Also eigentlich sind so Golfplätze so gerade. Spielgolf! Aber das wäre eigentlich genau mein Ding. Ja, oder du schulst noch um. Ich meine, die Bilanz ist ja Horror. Also ich meine, Diät, kalte Flugzeuge. Und dauernd Selfies. Ich meine, die Umschulung würde ich ernsthaft empfehlen. Fuck you, Goethe 3 noch, machst du nochmal die Kasse? Nee, fuck you, Goethe 4. Fuck you, Goethe 4 und danach haust du ab und bist doch noch Steuerberater. Ich sag dir, du hast wieder Frieden. Aber ich bin mir sicher, du bei deinen Kindern von 4 bis 17, die liegen ja voll in der Zielgruppe, da sollst du bestimmt, was mitbringen. Ich muss jetzt mal fragen, den Film Fuck you, Goethe haben wir 10-mal geguckt, bestimmt. 3-mal im Kino und bestimmt 7-mal zu Hause. Ich durfte auch heute nur her für die Kinder, um Autogramme zu holen. Also das ist genau die Zielgruppe. Sie Vielleicht gibst dich, du Jörg oder? Den Porzellanteller, weil wenn du mit dem Porzellanteller nach Hause kommst... Ey, ganz ehrlich... Den lässt du doch in der Garderobe liegen. Ich hätte jetzt meine Frau gerade, sie möchte nur ein Selfie mit ihm. Also das ist gib ihn weiter. Es geht wieder nur um die Selfies. Ja. Uwe, wie war das früher, als du noch ein Frauenschwarm warst? Frecher! Nein, ich meine, als die Frauen noch an der... Ich weiß nicht, was da jetzt zu lachen gibt eigentlich. Ja. Ja, wir sind ja beide also ab einem bestimmten Alter. Ich bin ja noch gezeichnet von der letzten Rolle, die ich gespielt habe. Ja. Normalerweise sehe ich super geil aus. Aber es dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen. Ja. Die Zeit muss man mir auch geben. Wenn ich bemühen. Wir holen viel weglassen. Alles raus. Ja. Alles raus. Wenn man dich heute so erlebt, dann hat man ja das Gefühl, es ist alles gut gegangen. Aber deine Lehrer hatten große Zweifel, dass es mit dir nochmal auf die richtige Spur kommt. Kannst du vielen Eltern und auch Schülern, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, siehst du mal, der hat es auch geschafft, Hoffnung geben, dass auch eine Schulkarriere, die vielleicht nicht so vielversprechend aussieht, hätte? Nee. Ich bin ja kein Vorbild, ich bin nur Schauspieler. Mhm. Also, das ist ja kein richtiger Beruf. Was, ein wilder Junge? Ja. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Jörg Pilawa hat das auch erlebt, dass du Lehrer hattest, die nicht an dich geglaubt haben. Ja, ich bin ja sogar von der Schule geflogen nach der 11. Und mein Schulleiter verabschiedete mich damals mit den Worten, Jörg, das sag ich dir, aus dir wird nie was. Er sollte Recht behalten, aber dafür geht es mir ganz gut. Der hat mich wirklich... Das kennen wir ja alle, oder? Aus dir wird nie was. Ja, das kennen wir alle. Also, das ist eigentlich ein Zeichen, dass es wirklich irgendwas sehr gut klappen wird. Ja. Man darf das nur nicht so erzählen. Meine Tochter sitzt hinter mir und die denkt dann auch, das ist alles so easy gewesen. Das ist reiner Zufall. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen Bestimmung ist. Und ich sage auch manchmal, ich gucke wirklich mit Bitterkeit manchmal in meine Schulzeit zurück, aber auch mit einem genugtuenden Gefühl, ich sage mir, für denselben Unsinn, den gleichen Quatsch, für den ich damals die Einträge im Klassenbuch hatte, heute im Sparbuch. Das finde ich so toll. Die Einträge im Sparbuch. Du hattest dann aber doch noch den Ehrgeiz irgendwie gegen Ende. Auch wenn du am Anfang gesagt hast, Schule brauche ich vielleicht nicht, dann hast du doch noch das Abi gemacht.
Ja, ja. Also irgendwann habe ich ja den Kurbel bekommen und dachte, ja, also es ging ja bei mir eher nur so, das war ja nie so ein Problem der Intelligenz oder so. Ich war halt einfach nur zu faul. Mhm. Hatte halt keinen Bock auf Schule und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich es halt. Ja. Und ist ja ganz cool. So, jetzt heute haben wir alles. Bevor wir jetzt dieses Gespräch beenden müssen, was für uns alle eine Qual ist, haben wir ein Spiel vorbereitet, das ich bei Ellen DeGeneres gesehen habe. Und es ist wunderbar. Das heißt Never Have I Ever. Es wird uns jetzt Hubertus Fragen stellen. Ja. Und wir werden, wir vier Jungs, pass mal auf. Alle, oder? Du, der Herr, also der Hippie Lava, der Herr Badek. Oh Gott, es klebt. Willst du weitergeben? Nee, nur wir, so, du behältst es und so. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten. Doch habe ich oder niemals habe ich. Hubertus wird uns jetzt Fragen stellen und wir werden einfach nur dieses Ding hier hochhalten. Wieso nur Kann ja so schwer nicht sein. Mit der anderen? Wie? Because of the camera. Die anderen spielen nicht mit. Pass auf. Sag nicht. Noch niemals. Kinder, bitte. Ja, genau. Frau Dr. Rubel. So, noch niemals habe ich nackt am Strand gelegen. Noch niemals habe ich einem Flirt eine falsche Telefonnummer gegeben. Hallo. Hallo. Nur die letzte Zahl verdreht, das darf man ja. Kann man hinterher sagen, oh. Oh. Noch niemals habe ich jemanden angelogen, um einen Job zu bekommen. Noch niemals habe ich, nee, habe ich nicht. Das glaube ich euch nicht. Noch niemals habe ich auf einer Party mit jemandem im Badezimmer rumgemacht. Im Badezimmer? Zum schönsten Badezimmer. Noch niemals habe ich etwas geklaut. Doch, habe ich. Noch niemals. Nur eine Süßigkeit. Wirklich, Nuba Buba. Ja, ja. Und ich muss sie zurückbringen. Ja, da aber nicht mehr heute Abend. Pass auf, es sind noch fünf Fragen. Noch niemals war ich in einer meiner Lehrerinnen verliebt. Doch, habe ich. Herr Riedel, Erdkunde, 1986. Noch niemals habe ich heimlich die SMS im Handy meines Partners gelesen. Für selbstverständlich. Ich habe sogar schon Nummern rausgelöscht. Und zwar die, wo immer nur Mädchenvornamen ohne Nachnamen drin standen. Svetlana, Laura, Anna, das kam mir alles komisch vor. So. Noch drei Fragen. Noch niemals. Ich habe sie nicht gelöscht, weil sie bei mir gespeichert. Ich habe gesagt, wenn du die anrufen willst, musst du mich fragen. Ich hab sie mal. Meine Dame, meine, jetzt wird's noch dreimal spannend. Elias. Kann man was gewinnen hier bei den Ja. Noch niemals habe ich mit jemandem Sex gehabt und dabei an jemand anderen gedacht. Ich hatte noch nie Sex. Ich muss mich enthalten. Noch niemals habe ich die Regel gebrochen, never fuck the company. Herr Mbarek, wo sind Sie? Das ist schon so lange her. So, letzte Frage noch. So machen, doch niemals. Das ist schwierig, die doch Frage, niemals. Ganz ehrlich. Ist echt schwierig. Letzte Frage noch. Niemals habe ich in einer Fernsehsendung gelogen. Doch. Ein tolles Spiel, das wir zusammen spielen. Und wir werden ihn jetzt öfter einladen. Wir wünschen dir ganz viel Glück, viel Kraft. Und viel Müsli in den kommenden Wochen. Lass es krachen. Elias Mbarek. Danke.